Fußball-Drittligist Jahn Regensburg trauert um seinen Spieler Agyemang Diawuzi. Der erst 25 Jahre alte Fußballprofi sei eines natürlichen Todes gestorben. Das bestätigte am Dienstagabend der SSV Jahn Regensburg nach Informationen aus dem persönlichen Umfeld. Der Verein ist geschockt und zutiefst betroffen über dieses tragische Ereignis, teilte Regensburg mit. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Angaben, man habe die schreckliche Nachricht am Dienstag erhalten. Die Jahn-Familie trauert mit den Hinterbliebenen und ist in Gedanken bei Agyemangs Familie, den Verwandten, engen Freunden und Wegbegleitern, hieß es im Statement des Vereins. Wegen der schrecklichen Situation und aus Respekt gegenüber seiner Familie bitten wir darum, deren Privatsphäre zu respektieren, teilte der Drittliga-Verein mit.